Heute wird es mal wieder deutsch, denn heute haben wir den E50, den Tier 9 Medium Panzer am Start. Der Stefan Fitt hat ihn eingesandt und damit recht herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute, wie schon gesagt, der E50 als Top-Tier, 9er, 8er, 7er Gefecht. Ja, da kommt Freude auf, wenn man das sieht und ins Gefecht joint. Und ich hoffe, dass die Freude auch bei uns aufkommen wird und er einfach ein geiles Game zeigen wird. Was ich schon mal cool finde, das kann ich schon mal vorweg spoilern, er macht seinen Schaden komplett unterhalb von 300 Metern. Es gibt keinen einzigen Schuss, der überhaupt von 300 Metern ist und auch Damage macht. Und das ist schon mal ganz cool, nicht so ein Sniping-Game zu haben, sondern so ein richtiges, schön vorne immer mittendrin Match. So soll es sein, so macht es mir zumindest mehr Spaß. So Gameplays und Replays, die ich eingesendet bekommen von irgendwelchen TDs und keine Ahnung, 7000 Schaden gemacht haben und 7000 über 300 Metern gespottet bekommen haben, nehme ich zurzeit eh gar nicht auf oder zeige ich nicht. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, aber ja, ist aktuell so. Ja, der Type 59, der ist natürlich gerade oben am Turm schon eine Nummer. Also den da zu durchschlagen, das ist schon nicht ganz ohne. Der ES-3, ja, und man sieht, auch der E-50 ist jetzt nicht unpenetrierbar, also den kann man schon, wenn man denn will, durchschlagen. Aber er bleibt weiterhin hier vorne, was ich sehr sympathisch finde. Weil man sieht ja hinten Ude, Scorpion und einen Tiger, der da auf dieser TD-Position steht. Nicht so, dass ich es befürworte, aber könnte er ja theoretisch auch machen. Aber nein, lieber vorne mittendrin, statt nur dabei. So, jetzt hat sich der Tiger eigentlich dafür entschieden, abzuhauen, aber nicht ohne ein Verabschiedungsgeschenk. Und jetzt bleibt er da sogar stehen und ja, jetzt wird er ihn... Oh, hat der ein Glück. Ja, da hat nicht viel gefehlt für den Tiger. Type 59 will es auch nochmal probieren, aber traut sich dann den letzten Schritt nicht. War wahrscheinlich auch das Bessere für den Type. So, Badget T25 AP da jetzt. Da geht er erstmal für die, finde ich auch den gefährlicheren Panzer. Aber jetzt bleibt er erst nochmal auf den Type drauf, denn der denkt sich, ja, der mein T54 Light macht schon den anderen. Das heißt, ich mache hier den Type mal weg. Das hat er gerade ein bisschen mit der Gun Depression gerade gehadert. Konnte nicht ganz so drauf schießen, wie er es wollte. Hat es aber dann doch geschafft. Und einen braucht er jetzt noch, dann macht er den raus. Ah, nee, doch nicht. Ja, okay, er wird rausgemacht. 4:6. Gegnerteam liegt aktuell eigentlich ganz angenehm in Führung, aber auch noch nicht zu weit, um sich nach hinten zu lehnen. Der IS-3, der macht es auf jeden Fall nicht mehr so ganz lange mit. Er hat schon fast 4000 Damage gemacht. Oh, da hat er oben den Turm durchschlagen wollen, aber hat nicht geklappt. Aber jetzt macht er den wahrscheinlich leichten Schuss. Ah, ich dachte, er macht vorne sogar die Mitte, klar. Und jetzt probier das nochmal. Nee, jetzt hat er gemerkt, ja, scheiß drauf, jetzt hat er eh geschossen. Von dem her nehme ich den einfach mal so mit. Der T-34-100, das war so ein kleiner Schmackofatz für zwischendurch. So, zack, Ferdinand.
in der Fahrt. Mittlerweile sein Team das Spiel gedreht, denn es steht jetzt 9-7 für sie. Und auch der Tiger 1 hat jetzt das Zeitliche gesegnet. Vielleicht auch der T10 jetzt, aber er kommt nicht so ganz perfekt drauf. Jetzt wollte er für den Turm gehen, aber ja, Ketten hat er nicht durchschießen können, beziehungsweise da nicht penetrieren. Der der T10 hat jetzt da ein bisschen, ja, die schönere Position, aber jetzt kann er da vorne perfekt rausschießen. Und ich glaube, ja, er probiert es nochmal so wie gerade, aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, er scheitert das. Oh, oh. Hat Mühe gefehlt, um vorne auf die Frontplatte zu kommen. Also richtig, richtig wenig. So, jetzt haut der T10 ab, aber nicht auch ohne hier ein Begrüßungsgeschenk noch zu bekommen. Ah, das gibt's doch nicht. Der war doch so knapp. So, der T54, der wollte dann nochmal gucken, ob er auch wirklich da steht. So, ja, ist da echt noch der E50? Zack, geguckt. Oh ja, da ist er weg. Oh, da haben wir noch eine Sub plötzlich aus dem Nichts. 382 Schaden, gar nicht so schlecht. So, jetzt hat er geschossen, Zu hat auch geballert. Das heißt, ich würde jetzt einfach an seiner Stelle für den nächsten Schuss gehen. 13-9, also das Thema, ob sie gewinnen, ist ganz klar. Nur ob er und wie viel Kills er sie noch holen kann. Aktuell 5 Kills, einen braucht er noch für seinen Krieger. Der T54, das wäre sein Träumchen, wenn er den noch bekommen würde. Sein Herzblatt, aber nee, der geht noch daneben. Aber noch ist sein Team gut hinter ihm. Also das heißt, wenn er da drauf pusht, hat er sogar noch aktuell die Chance, sich den zu sichern. Aber der T54 macht es ihm jetzt hier nicht so leicht. Der bleibt jetzt hier hinterhalb der Anhöhe stehen. Aber er ist der Einzige, der drauf pusht. Vom Feld gibt es kein Teammember, das ihm hilft, beziehungsweise ihm den Kill in dem Fall eher wegnehmen kann. Also aktuell sollte es seiner werden. Und da ist er rechts neben ihm. Der will abhauen, aber nicht mit ihm. 7589 Schaden und 1670 Experience. Ich glaube, das war ein sehr verdienter Krieger und eine sehr schöne Runde. Ja, das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch weiterhin ebenfalls geile Runden. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.